Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Projekt der Senioren. Heute Abend dabei Mike, Thomas, Sebastian und Dieter. Hallo. 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 So, da. Und ihr seht das hier, wir haben hier ganz viele kleine Scheibchen auf dem Boden liegen. Das sind die restlichen Baumstümpfe. Wir haben schon einiges weggefahren, aber es ist doch eine ganze Menge Zeug. Wir können auch gleich mal gucken. Das machen wir zum Ende der Folge. Dann gucken wir mal, wie viel wir denn schon mit Holz eingenommen haben in der Zeit hier. Ist aber tatsächlich auch eher was so für die Zwischenzeit. Also ich glaube, wir wollen hier ständig nur an Holz. Also ihr könnt nicht nur Holz machen, oder? Werdet ihr so dabei? Nee, also nur Forst ist nix. Das ist mal eine Alternative und macht auch mal Spaß, aber nur... Thomas, Achtung, Baum fällt. Ja, hat sich pünktlich noch in den Traktor reingesetzt. Komm hier, ich kipp dir dann einfach noch auf die Taifun oben drauf. Ja, toll. Fällt mir alles runter wieder. Ja, das sieht super aus. Ja, wir machen so eine Mischung, ne? Thomas zieht hier einige weg und einige ziehen wir direkt hinten zu dem Träger. Mal gut, dass das Stück nicht so weit weg ist von dem Sägewerk. Aber ich sag mal so, bis die Bäume runter sind, ist auch noch ein bisschen was zu tun. Das könnte man unterschätzen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Komm, Thomas, zieh. Ja, jetzt. Pool! Ja, Winde hoch, genau. Thomas. Guck dir das an. Also mal, das sind aber mehr als 5. Hast du nicht gesagt, nur 5 macht der? Ja, habe ich auch gedacht, aber es geht doch. Ich meinte mal, dass Willi hat irgendwas von 8 gesagt. Kann das sein? Das sind aber jetzt mehr, glaube ich, ne? Ja. 2, 4, 6. Ne, 8 Stück. Ja, guck mal. Oh, das war schon nicht schlecht. Ja, komm schnell, nicht, dass dir wieder auf den Kopf fällt. Ja, man soll ja eigentlich nicht runterherlaufen, ne? Ne. Besonders nicht, wenn ich hier dran bin. Jo, ist raus. Guck mal, nochmal 30.000. War auch schon nicht schlecht, was hier so zustande kommt. Jo. Mike, da musst du aber viel Stroh für verkaufen. Ja, wohl wahr. Entschuldigung. Macht nix, alles gut. Dadurch hat der Thomas. Thomas, vielleicht ziehst du erstmal einmal die weg, die hier zusammen rumliegen. Genau. Dann fahre ich nochmal einen dahin und dann können wir gleich nochmal einen Stapel machen, wo du dich bedienen kannst. Oder ich mache vielleicht, machen wir dann direkt 8er Stapel. Könnte man ja auch machen, ne? Jo, ja, zwei sicher. Bäume. Immer 2 Bäume fertig. Sind das immer 4 Stücke? Ich meine ja. Oh. So, dann fahren wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Düt. Die Rückwärtsfahrerei, das ist in einer Tour am Tüten. So, Sebastian, ist dir heute nicht nach Fräsen? Ich würde gern, aber er lässt. Er lässt dich nicht? Nein. Warum nicht? Weil er der Ansicht ist, dass ich gewisse Modifikationen nicht in meinem Ordner für die entsprechende Modifikation befinde. Was aber nicht der Tatsache. Ach so. Hast du direkt vom Server gezogen? Hm.
Oha. Achtung, Zaun. Jo. Vor allen Dingen ist hier die... die Blondine, die zu lange auf der Sonnenbank war. Die ist mir quer durch den Baum gerannt gerade. Kriegst du den... doch, den, diese Krone kriegst du auch angeschlossen, ne? Ja, hast du noch nicht versucht, ja. Oder? Ja. Ach so, da hinten? Ne, da war ich noch nicht. Diese vier Bäume an dem Straßenrand, die lassen wir aber schön stehen, ne? Ja. Das ist ja quasi die Kiefernallee geworden. Das sind doch Kiefern, oder? Bevor ich mich hier der Lächerlichkeit preisgebe. Ich würde sagen, ja. Aber liebe Zuschauer, wenn ihr was anderes meint, dann könnt ihr das gerne schreiben. Ich glaube aber, es sind Kiefern. Haben wir denn keinen Holzwurm unter uns? Nein. Robin. Hallo, hallo Willi! Robin. Ah, da kommt doch der Holzwurm. Willi, sag mal, das, was wir hier angebaut haben, sind doch Kiefern, oder? Würde ich pauschal mal rum und krüppelig. Oh, Thomas, den hast du genau unter meinem Punst runtergezogen. Ich fahr mal drüber. Ja. Ist ein bisschen lang geworden, der eine. Also Willi, du kannst auch mal Hallo YouTube sagen. Hallo YouTube. Willi, wie viel Lust hast du denn mit der Taifun ein paar Holzstämme durch die Gegend zu ziehen? Von dir? Naja, es gibt vielleicht auch eine, gibt vielleicht auch eine Bezahlung. Ihr dürft dann demnächst unseren neuen Drescher benutzen. Nein. Also den wir noch nicht gekauft haben, aber vielleicht dann kaufen werden. Bald, auf, vielleicht, eventuell. Auf der Karte, die auch immer wir dann spielen, oder? Nee, auf dieser hier. Noch sind wir nicht fertig. Aber die Zuschauer wissen schon, dass was Neues kommt. Sie raten schon ganz wild. Oh, sorry. Wem hast du sorry gesagt? Ich würde sagen, würde einmal darfst du raten, ne? Hab dich doch retuschiert. Ach ja. Das hast du ja gemerkt bei deinem Geruckel da, wa? Naja, das kann der Ponz aus. Easy peasy. Kiefer. Danke. Bitte. Ich will euch Besuch kommen. Ja, komm mal rein. Da kommt, liebe Zuschauer, jetzt haben wir es. Sebastian, die Fräse ist da. Was? Ja, es geschieht noch Zeiten und Wunder. Ja. Ja. Du musst nur sagen, Sebastian, ich habe Baumstümpfe zu fräsen. Da ist der sofort am Start. Das ist schon seit eh und je seine Lieblingsbeschäftigung. Ist klar, ne? Ja, ist, Leute werden für das eingesetzt, was sie am besten können. Das ist einfach so. Dann weiß ja, was das nächste Mal machen muss. Einfach nicht da sein. Schubkarren fahren? Ja, komm mal alle rein. Alle rein damit. Währenddessen kann ich den Zuschauern mal zeigen. Ich habe jetzt einen Flaschenöffner, ja. Natürlich im Hirschdesign, ist klar, ne? Ich finde, so jeder muss einen Hirschflaschenöffner haben. Ach so, ja, und eine neue Holzhirschuhr habe ich auch. Gibt nur noch Hirsche. Ist auch so, ne? Und die Menge tobt. Ja. Kann dein Bein jetzt eigentlich Krampe ziehen? Bitte was? Die Menge hat gerade gejubelt. Ich konnte das nicht verstehen. Ob dein Daimler jetzt Krampe-Anhänger ziehen kann? Ja, super, ne? Also ich habe das gesehen, war gerade auf diesem Platz und habe gedacht, komm, da musst du dir aber eben vorschieben. Ja, liebe Zuschauer, das könnt ihr tatsächlich nur verstehen, wenn ihr bei uns im Discord seid. Da habe ich ein schönes Bild gepostet, wo mein schöner alter Benz direkt an der, wie nennt man das, Königszapfen? Ja. Direkt unter Königszapfen von einem Krampe-Trailer stand. Witzige Nummer.
Hier sieht's aus. Strom auf der Straße. Ah, da können wir. Ja, das hat wahrscheinlich Thomas mitgezogen, ne? Ja, das ist so. Ja. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das sind jetzt schon zwei Bäume, Mike, genau. Ja. Und dann lege ich hier hinten den nächsten Stapel hin. Also es soll natürlich euer Schaden nicht sein. Ne? Ihr kriegt natürlich eine entsprechende Entlohnung hier für euren Hof. Wenn ihr hier bei der Holzaktion mitmacht. Wie war das? Der Spaß ist Lohn genug. Das sage ich ja auch immer, aber es gibt halt dieses materialistische Denken immer noch dabei. Besonders bei den Angestellten, die eigentlich für Geld arbeiten, ne? Ja, das ist das Schlimmste eigentlich. Anstatt dankbar zu sein und vielleicht noch so Privatvermögen mit einzubringen, wollen die Leute immer Geld haben für die Arbeit. Frechheit. Ja. Ganz ehrlich, also Versorgung und Unterkunft muss auch wirklich reichen eigentlich. Ja. Kleine Ruckelparty. Schalte bitte kein AI-Vehikel-Control-Dingsbums an. Den Helfer. Das hat hier vorhin schon zu Problemen geführt. Guck mal, Thomas. Gibt es immer schöne Achterhaufen für dich. Ist das herrlich? Ja, hervorragend. Jetzt geht das hier rund. Ist aber auch ein fleißiges Bienchen, wie die Ameisen. Also Sebastian, wir hätten eine Fräse und ein Axion hier direkt am Hof. Ach guck mal, Sebastian hat seinen eigenen Traktor mitgebracht. Ja, weiß man ja nicht. Weil du erwähntest ja irgendwie, euch geht's nicht so gut. Das stimmt. Das ist wahr. Aber eigentlich ist es bei eurem Hof so, dass es dem nicht so gut geht, ne? Ach Willi, wir sollen übrigens ganz liebe Grüße vom Heiner bestellen. Der war vorhin hier und hat uns besucht. Aha. Wie ist denn mit ihm? Oh, da hört er sich nicht gut an. Oh, kann besser sein. Aber ja. Wird schon. Ist er wieder zu Hause oder noch? Ja, ist wieder zu Hause. Ah, ja. Müssen Sie heute entlassen, hat er gesagt, ne? Ja, genau. Guck mal. Na Sebastian, wie fühlt sich das an? Nach langer Zeit mal wieder an der Fräse? Mhm. Traum. Ein Traum. Möchtest du direkt die Stumpen mitzählen, die du runterfräst? Oh Gott, leckt es hier. Echt, das hat man gerade. Jetzt gerade läuft es aber hier gut. Ja, die Karte ist durch. Jetzt irgendwann. Wir haben sie kaputt gemacht. Ja. Die kann nicht so viel Hirsche ab. Oh, das hat mit Hirschen aber nichts zu tun. So viele Hirsche gibt es doch hier gar nicht. Oder? Nee. Also, wirklich nicht. Gibt's doch zu, dass da bestimmt schon auf jeden Trecker einen durchsichtigen drauf gebaut. Ja. Und, meint ihr, die diese durchsichtigen Hirsche hätten tatsächlich Performance-Probleme für die Karte zur Folge? Ja. Ach so. Das ist ja so ein bisschen Mystery, ne? Jo. Der unsichtbare Hirsch. Kannst du die nicht einfach so einbauen in die Fahrzeuge, dass du die nur mit dem Head-Tracking siehst? Ich habe das Head-Tracking ja gerade gar nicht an.
kriege den untersten da nicht rein. Deswegen sehe ich die ja auch nicht. Jetzt. Ach, guck den an. Aber gegen zwei Ponze komme ich nicht gegen an, ne? Das wisst ihr ja, ne? No, gib Gas, Thomas, gib Gas. Ja, ja. Genau. Die Zeit, die du mit Reden jetzt verbracht hast, die könntest du schon mit Fahren verbringen. Vielleicht kommt der Willi ja doch noch mit seiner Typhoon gleich um die Ecke. Mal gucken, wahrscheinlich erst, dass die Tiere versorgt sind, ne? Nicht, dass die armen Kühe da irgendwie ohne Futter sind. Guck mal, da hinten sehe ich doch schon den Eicher anrollen. Macht der Willi alles mit Autodrive. Anhängen, wegfahren, abhängen und verkaufen. Ich sag Willi, euch, ja. Bei all den Skripten, die der Willi drauf hat, der intelligenteste von allen Helfern, die der Willi mitbringt, ist er selber. Willi kriegt sogar hin, dass Autodrive das Schlauchsystem bedient. Nee, das war Chuck Norris. Guck mal, wie hier die Sägespäne fliegen, wenn der Sebastian da dran ist. Wenn er dran ist, ich merke gerade da weh. Wir haben damals nicht die Originale gehabt, wir haben diese Rabaut, glaube ich, gehabt oder so. Bei dem Kanelin-Thema da, wo wir diese Baumaktion da runtergefahren haben. Es riecht schon so wieder so ein bisschen danach, ne? Oh, übrigens nee. An dieser Stelle liebe Grüße an den Patrick. Der hat uns das Ganze eingebrockt mit seinen 4 Milliarden Bäumen. Hat das gedauert. Und dann Map-Update und alle Bäume waren wieder da. Das stimmt auch. Ja. Die Bäume haben wir zweimal weggemacht, das ist wahr. Guck dir denn an, der Eicher zieht ja aber auch kräftig. Junge, jetzt ist alles. Bislang habe ich hier noch nichts auf der Karte gehabt, was der nicht wegkriegt. Ja, geht mit uns mit dem Fan aber auch so. Ja, wir legen die in 8er Blöcken hin. Müsste ja fast passen, ne? Jo. 10 hatte ich auch schon. Ja, geht das auch? Wäre ja noch besser. Das Gute ist ja anscheinend, wenn ich das verkaufe, kriege ich auch das Geld. Das yep. Stimmt, ja. Das ist so. Mach ruhig weiter, Willi. Ja, mach ruhig. Sag uns nur nachher, was wir zusammen haben, dann würde den Zuschauern natürlich gerne sagen, was wir hier so runtergeholt haben. Müsst ihr bei uns ja auch irgendwo unter Holz verbuchen in der Statistik, oder? Jo. Ja, genau, mit Holzkauf. Ja, genau, muss man den nicht merken, das ist einfach dann in der Statistik nachher. Aber man muss ja sagen, dass der Sebastian alleine wert mit seiner Arbeit hier. Jo. Ne? Jo. Sagt er, jo. So, aber liebe Zuschauer, wir gucken mal rein, was wir haben. Ja, ich habe gesagt, zum Ende der Folge machen wir das, dann schauen wir mal wirklich rein. Ich will ja meine Versprechen noch einhalten. Wir sind bei 404.000. Das ist schon krass. Ne? Das ist schon eine schöne Summe, die hier zustande kommt. Ich denke mal, da sind auch noch mal 500.000 auf dem Feld hier drauf. Wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich noch eher mehr. Ja. Also Holz, wenn man das so hat, dass man es direkt zum Sägewerk fahren kann oder ziehen kann, das ist natürlich nicht so richtig realistisch. Dann lohnt sich das schon. Ich glaube aber, Holz bleibt auch noch lohnt, wenn du es realistisch spielst, ne? Mit Aufladen.
Und du hast halt dann den ganzen Zeitfaktor, der du dann nicht außer Acht lassen kannst, solltest, darfst. Ja, aber ich denke, wenn du Holz runterholst und wegfährst, selbst wenn du den Zeitfaktor mit reinnimmst, jetzt mal angenommen, du nimmst keine Helfer zum Ernten oder Dreschen oder sonst irgendwas, sondern machst das alles selber, dann wird sich das nicht so weit. Also ich glaube, dass Holz dann sogar lukrativer ist. Wollte ich nicht behaupten. Es kommt aber darauf an, auch wie viel wie viel Skill du im Umgang mit dem Holz und Holz verladen hast. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Ich glaube, da, wenn du für einen Baumstamm zum Aufladen 5 Minuten brauchst, dann wird es knapp mit der Rentabilität. Auf 10.000 pro Päckchen. Ja. Södele. Aber jetzt wirklich, liebe Zuschauer, jetzt schmeißen wir euch raus. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Kleinen Applaus für euch natürlich an der Stelle. Wollen wir auch nicht vergessen. Das muss man schon feiern, dass ihr immer so lange bei uns bleibt. Ja, bis zum Schluss geblieben. Schöne Nummer. Dann verabschieden wir uns noch von euch für heute. Tschüss. Und auch hier von der Holzfront alles Gute. Bye bye und ade.